Und ich glaube, mein Motto bis zum Game Over gehen, aufnehmen, werde ich noch ein bisschen brauchen. So. Was mir gerade so auffällt, wenn ich da noch Medizinmann hinsetze, habe ich es immer noch symmetrisch. Und jetzt müssen die alle noch unten reinlaufen. Das heißt, die kommen nochmal alle an. Wesentlich mehr geht dann vorbei, die Landgegner. Und ich upgrade mal ein paar einzelne Bogenschützen. Was soll eigentlich dieser Affensound? Das sind doch gar keine Affen, die hier auf mich zu laufen. Naja, aber jetzt sollte zumindest mal abgesehen von Fluggegnern meine Base gut gesichert sein. Und ich glaube, für die Landgegner überlege ich mir auch noch einen kleinen Umweg. Indem ich sie hier unten rumscheuche. Hier einfach noch was hinsetzen, dann haben sie noch einen längeren Weg. Und je länger deren Weg geht, desto besser bin ich drauf. Ich würde sagen, das kann man so formulieren. Aber ich finde, das läuft bis jetzt recht gut. Auch wenn ich schon sehr viele knappe Sachen hatte, sollte es jetzt recht sicher sein. Und wahrscheinlich kommt gleich nur Schmetterlinge und überzeugt mich vom Gegenteil. Erstaunlich, oder? Vor Axtkämpfern habe ich keine Angst, aber vor ein paar Schmetterlingen schon. Ich finde, 8 Schmetterlinge sind schlimmer als 40 Axtkämpfer. Oder auch 60, die jetzt kommen. Aber wenn ich hier ein Katapult hinsetze, da setze ich auch mal einen zum Spaß hin. Haben sie noch einen längeren Weg. Das freut einen doch. Zumindest jemanden, der nicht gerade der Axtkämpfer ist, der da durchrennen muss. So, upgraden. Upgraden und upgraden. Wir haben 96 Lebenspunkte. Meine Katapulte richten bis zu 15 Schaden an die Hoden. Zumindest die 3. Im Video wird man wahrscheinlich später die Zahlen gar nicht sehen können, wie ich das kenne. Na gut, die Axthelfer machen mir doch langsam Angst, aber die brauchen so viel Zeit, theoretisch, um bis zur Mitte durchzukommen. Ich glaube, da können sie mir noch 40 mehr schicken und das macht keine Probleme. Aber ich sollte es wahrscheinlich nicht übertreiben. Weil, wenn ich übertreibe, dann werde ich schnell vom Gegenteil überzeugt. Ja. So. Die Katapulte mag ich, die leisten wirklich gute Arbeit. Haben eine schöne Reichweite und die kann ich auch einigermaßen gut upgraden für die Zukunft. Ich glaube, der wird mein erstes 5er Katapult. Allein schon, weil er auch gegen Drachen was anrichten kann. Ja, eindeutig mehr auf meine Mitte setzen. Eine kleine Drachenabwehr bräuchte ich jetzt mal. Wo kommen noch ein paar? Hier unten, ja. So, Drachen, 4 Stück aber nur. War 128 Hitpoints sprechen für sich. Dafür jetzt auch noch fliegende Gegner sind, würde ich mal sagen. Wäre das schon eine Herausforderung. Aber der hier unten hat kaum Chancen wegen den ganzen Katapulten. Und die anderen beiden dann auch, wie viel Geld bringen die eigentlich? 30. Wer hätte das gedacht? Sie sind stärker als Schmetterlinge. Orks. Eindeutig Landtruppen. Vom Weg her auch. Aber hoch. 26 bis 38 Schaden. Schießen dafür zwar nur halb so oft wie meine Bogenschützen, aber wesentlich stärker. Mal schauen. Wie viele Lebenspunkte hatten die? 320 und die regenerieren 4 pro Sekunde.
Dafür ist 2 Gold aber ein bisschen wenig. Naja, dafür aber auch längere Zeit, sie zu vernichten. Zumindest wenn man so anstellt wie ich gerade. Und denen einen langen Weg baut, wenn man denen alle Wege freilässt quasi, dann glaube ich, sind die sehr unangenehm. Wollte ich nicht eigentlich alles mit Wolken zupflastern hier? Mache ich wohl später. Wenn ich keine besseren Ideen mehr habe. Kann ich die eigentlich auch über meine eigenen Truppen platzieren? Dass ich quasi alles voll mit Wolken stelle? Teste ich mal. Nee, geht nicht. Meine eigenen Truppen können nicht unter Wolken stehen. Mal wieder sehr sinnvoll, würde ich sagen. Und ich kann nicht auf Gegner platzieren. Die gerade schon am Laufen sind. Aber runterlaufen später können sie. Ach, ich setze noch eine Wolke. Die paar da unten sollten auch nicht mehr lange leben. Und dann geht's an die nächste Welle. Mit Axtkämpfern und Orks. Das sollte machbar sein, würde ich sagen. Haben wir noch was aufzuleveln? Ein paar Einser-Katapulte zum Beispiel. Wie das hier. Und 2 Bogenschützen. Nehmen wir mal die beiden da oben. Wobei ich eigentlich zuerst hier unten leveln sollte, weil da alle vorbeikommen. Aber egal. Wir müssen auch schon gleich den dritten Pass zu Ende haben, erstaunlich. Das ist mal eine lange Blockaufnahme. Wahrscheinlich habe ich das Problem, dass ich jetzt so lange aufnehme, weil ich selten K.O. gehen werde, dass ich am Ende riesen Dateien habe und erstmal Stunden zum Schneiden brauche. Deswegen glaube ich, höre ich auch doch irgendwann so nach einer Stunde auf. 60 Minuten sollten reichen. Aber vielleicht bin ich bis dahin auch durch eine Drachenarmee besiegt. Was ich mich frage, wie schaltet man die frei? Naja, ich upgrade erstmal ein bisschen. Das und das und das. Irgendwie ist das keine nette Strategie, die ich hier mache. Zumindest nicht aus Sicht der Gegner, würde ich sagen. Wir haben 40 Äxte und 20 Orks. Das heißt dasselbe wie eben, nur doppelt so viele Axtkämpfer. Darf ich raten, was das nächste Mal kommt? Dasselbe, nur mit doppelt so vielen Orks. Immer schön upgraden. Upgraden ist in diesem Spiel ausnahmsweise mal sehr hilfreich. Wie gesagt, ich upgrade eigentlich selten in Tower Defense Spielen. Dieses Spiel hat mich mal vom Gegenteil überzeugt. Es ist doch mal sinnvoll. Wenn ich schon wieder sehe, wie weit die kommen. Aber zum Glück habe ich hier alles blockiert für die Bodentruppen. Sind nur noch 24. Sollte machbar sein.